Wir können gut einschätzen, welche Art von Frau diese Miss Stone war. Sagen Sie mir, Mr. Butts, was denken Sie jetzt von ihr? Wright, ich glaube nicht, dass du willst, dass er auf diese Frage antwortet. Ja. Larry hat ein Händchen dafür, sich zu verplappern. Sollte ich... abwarten und sehen, was passiert, oder ihn vom Antworten abhalten? Versuchen wir es damit, ihn vom Antworten abzuhalten. Mein Klient hatte keine Ahnung, dass sie andere Männer trifft. Diese Frage hat nichts mit dem Fall zu tun. Uff. Alter, Nick! Was soll das heißen, unwichtig? Diese betrügende oder unehrliche Hündin. Ich werde sterben. Ich werde einfach tot umfallen. Ja. Und wenn ich sie in, auf der anderen Seite sehe, dann werde ich dem auf den Grund gehen. Lasst uns mit der Verhandlung fortfahren, oder? Ich denke, das Motiv ist nun klar. Ja, wahrlich. Oh, Junge, das sieht sowas von nicht gut aus. Nächste Frage. Sie waren bei der Wohnung des Opfers am Tag des Mordes, nicht wahr? Nun, waren Sie oder waren Sie nicht? Hä? Nun, vielleicht war ich aber auch nicht. Oh, er war. Was soll ich tun? Ihn ehrlich antworten lassen oder ihn davon abhalten zu antworten? Lassen wir ihn ehrlich antworten diesmal. Ich weiß, ich werde ihm ein Zeichen schicken. Sag die Wahrheit. Ja, ich war dort. Ich bin hingegangen. Ruhe! Nun, Mr. Butts? Alter, ganz ruhig! Sie war nicht zu Hause, Mann. Also habe ich sie nicht mal gesehen. Your Honor! Also, euer Herr! Der Angeklagte lügt. Lügt? Die Anklage würde gern den nächsten Zeugen aufrufen, der beweisen kann, dass Mr. Butts lügt. Nun, wenn es ihn nützt, wer ist Ihr Zeuge? Der Mann, der die Leiche des Opfers fand. Kurz bevor er die grausame Entdeckung machte, hat er den Angeklagten aus der Wohnung fliehen sehen. Oder, ja, von der Crime Scene, Scene of Crime. Tatort, genau, Tatort. Vom Tatort fliehen sehen. Ruhe, Ruhe im Gericht. Mr. Payne, die Anklage soll ihren nächsten Zeugen aufrufen. Ja, euer Ehren. Gott, was freue ich mich, wenn ich durch diesen ersten Fall durch bin. Ich kann Payne nicht ausstehen, wie er sich immer aufspielt. Ach, und unser nervöser Phoenix. Oh, das ist schlecht. Am Tag des Mordes hat mein Zeuge Zeitungen verkauft im, im Gebäude, in dem das Opfer wohnte. Bitte, bring Sie Mr. Frank Sorbit to the, auf den Zeugen, zum Zeugenstand. Auf den Zeugenstand, zum Zeugenstand. Wie auch immer. Mr. Sawyer, Sie verkaufen also Newspaper-Abos, Zeitungsabos. Stimmt das? Oh, ja, natürlich, ja, Zeitungen.
Mr. Salt, mögen Sie mit Ihrer Aussage fortfahren. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. Ich ging von Tür zu Tür, Abos verkaufend, als ich den Mann aus der Wohnung fliehen sah. Ich dachte, er wäre in Eile, denn er hat die Tür halb offen gelassen. Weil ich das seltsam fand, bin ich nachsehen gegangen, im Apartment. Dort sah ich sie liegen, eine Frau, regungslos, tot. Ich starrte vor Angst und war nicht in der Lage, in die Wohnung zu gehen. Ich dachte sofort daran, die Polizei anzurufen. Leider hat das Telefon im Apartment nicht funktioniert. Ich lief zu einem nahen Park und benutzte eine Telefonzelle. Ich weiß noch genau, wie viel Uhr es war. 1 Uhr mittags. Der Mann, der floh, war ohne jeden Zweifel der Angeklagte, der gleich dort drüben sitzt. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich doch nicht gegen so eine Aussage verteidigen. Warum hat das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht funktioniert? Euer Ehren, zur Zeit des Mordes gab es einen kompletten Stromausfall im gesamten Gebäude. Sollten Telefone nicht während eines Stromausfalls funktionieren? Ja, euer Ehren. Wie auch immer, ein paar schnurlose Telefone funktionieren dann nicht normal. Das Telefon, das Mr. Sarvet benutzen wollte, war eins von diesen. Euer Ehr, ich habe eine Aufzeichnung über die Dauer des Stromausfalls für Ihre Zwecke. Per User, keine Ahnung. Aufzeichnung über den Stromausfall wurde in der Gerichtsakte hinzugefügt. Nun, Mr. Wright. Ja! Ja, euer Ehren? Sie mögen mit Ihrem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, euer Ehren? Also, Wright, jetzt geht's los. Das wahre Ding. Was genau soll ich tun? Nun... Du deckst die Lügen auf, die in der Zeugenaussage dieses Zeugen stecken. Lügen? Was? Er hat gelogen? Dein Klient ist unschuldig, richtig? Dann muss der Zeuge in seiner Aussage gelogen haben. Oder ist dein Klient etwa doch schuldig? Wie beweise ich, dass er es nicht ist? Du hast den Schlüssel. Er ist in der Aussage, in den Beweisen. Vergleiche die Aussage des Zeugen mit den Beweisen, die du in der Hand hast. Irgendwo da muss ein Widerspruch sein. Erst finde die Widersprüche in der zwischen der Gerichtsakte und der Aussage des Zeugen. Dann, wenn du ein widersprüchliches Beweisstück gefunden hast, präsentier es und reib es in das Gesicht des Zeugen. Okay. Berühre den Knopf für die Gerichtsakte und finde die Widersprüche in der Aussage. So, und hier kommen wir zu unserem ersten Kreuzverhör. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte... Ja, okay, ich denke nicht, dass wir es alles nochmal vorlesen müssen. Das kennen wir ja schon.
Nun, schauen wir doch mal an, was wir hier so haben. Die Uhrzeit ist Todesurteil. Ah, ich denke, wir haben es schon. Man beachte hier die Todesurzeit zwischen 4 und 5 Uhr. Und was hat unser geliebter Zeuge nochmal gleich gesagt? Ja, bla bla, seit Apartment, ich saß wieder liegen, an der Pause, sich nicht bewegt. Er konnte sich nicht bewegen, immediately, however, das hat nicht funktioniert. Ich ging nach draußen, von hier, erinnert sich also genau an die Uhrzeit, die 1 Uhr mittags gewesen sein soll. Ich würde ja behaupten, der Autopsiebericht behauptet ein bisschen was anderes. Sie haben die Leiche also um 1 Uhr mittags gefunden. Sind Sie sich sicher? Ja, es war 1 Uhr mittags, ganz bestimmt.